Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu diesem etwas britisch angehauchten Review. Denn in diesem Video zeigen wir euch einmal unseren Countryman S4All, den wir seit 2 Jahren im Alltag bewegen. Es ist also kein Leihfahrzeug, kein Pressefahrzeug, sondern wir können euch hier wirklich von Langzeiterfahrungen berichten. Und das wollen wir jetzt auch einmal tun. Also viel Spaß dabei. Bevor wir jetzt bei diesem Countryman mal so ein bisschen ins Detail gehen, hier so ein kleiner Überblick zu dem Countryman allgemein. 2010 wurde er vorgestellt als erster Mini mit serienmäßig 4 Türen. Er war auch der erste Mini, der jemals die 4 Meter überschritten hat in der Länge, denn er ist 4,11 Meter lang. Zudem war er auch der erste Mini, bei dem man ein Allrad dazu buchen konnte. Dieser Wagen ist Ende 2011 gebaut worden und war für uns die Alternative zu dem Mini Cooper S, den wir oder beziehungsweise meine Frau vorher im Alltag bewegt haben. Mit 2 Kindern war bei dem Cooper S natürlich irgendwo eine Grenze des Machbaren dann irgendwann erreicht und sie hat sich schweren Herzens davon getrennt. Jetzt ist sie in einem Countryman unterwegs und ja, warum man aus praktischen Gründen wieder auf einen Mini kommt, da ganz ehrlich gesagt, man muss halt auch einfach ein bisschen Mini-verrückt sein. Und so hat er halt auch nicht nur uns, sondern viele andere Mini-Verrückte angesprochen. Auch wenn der Countryman halt nicht mehr viel gemeinsam hat mit dem Urkonzept des Minis oder auch des New Minis. Aber man erkennt halt eindeutig, dass es ein Mini ist. Er hat halt viele Designelemente wieder übernommen. Von den Rückspiegeln, Scheinwerfern, der Grill und ja, diese Zweifarbigkeit ist also auch so ein typisches Mini-Ding. Da erkennt man halt eindeutig, dass es ein Mini ist. Und ja, dieser Mini hat jetzt hier seine 100.000 Kilometer fast geknackt und steht halt wirklich noch gut da. Wir haben halt eine Schwachstelle schon entdeckt, die mich so persönlich schon wieder ein bisschen ärgert und diese befindet sich mal wieder mini-typisch oder new-mini-typisch an der Heckklappe, denn hatten wir bei dem Vorgänger halt zum Ende hin auch halt schon so kleine Roststellen, das habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen, da waren so Schweißpunkte, die angefangen haben zu rosten und ja, was wir jetzt bei diesem Modell aktuell haben, das zeige ich euch einmal gerne und ist zwar nur eine Kleinigkeit, aber wir wollen euch ja von den Stärken und Schwächen berichten. Und zwar haben wir hier an diesem Mini-Badge, an dem Mini-Logo, hier halt schon ja so kleine Abplatzungen. Ich öffne es einmal, versuche das noch mal ein bisschen besser für euch einzufangen. Und ja, da sieht man halt, ne, das Ganze hat halt schon so ein bisschen gelitten, ist so ein bisschen abgewetzt. Also ja, das ärgert mich halt so ein bisschen, gerade am Mini-Logo. Aber ansonsten macht der Wagen halt von außen auch nach fast 100.000 Kilometern und 7 Jahren noch einen super Eindruck. Und da merkt man halt einfach schon, dass der Mini ein Premium-Produkt ist. Und das zeige ich euch auch gleich einfach mal im Innenraum. Denn bei vielen Tests, als der Mini rauskam, wurde im Innenraum ja wieder Klavier gespielt, nenne ich es mal. Und ich zeige euch mal, wie das nach 7 Jahren aussieht. Und dann hätte ich eigentlich fast gerne mal eine Rückmeldung von den Testern, die da über den Innenraum da so gemeckert und gemotzt haben, was denn da wirklich jetzt so schlecht daran ist und wie das Ganze halt nach 7 Jahren aussieht. Dann gehen wir mal über in den Innenraum und machen mal so eine kleine Sitzprobe. Wir fangen auf der Rückbank an und hier will ich euch direkt an der Tür zeigen. Das finde ich super. Man hat hier noch diese ja, Rathausverkleidung, die hier in der Tür weitergeführt wird mit Kunststoff. Und das ist halt auch ein super Schutz gegen Wände, andere Fahrzeuge. So hat man nicht immer direkt diese Lackabplatzungen hier, denn das ist der Bereich, der am weitesten absteht und wo man halt auch mal notfalls eine Tür anlehnen kann oder wenn die Kinder mal ein bisschen zu schnell sind. Das finde ich super praktisch. Daumen hoch. Ja, ansonsten haben wir die Lounge-Einzelsitze hier bei dem Countryman. Das heißt, es ist ein Viersitzer. Den Countryman gibt es auch mit durchgehender Rückbank. Dann hat man halt noch einen Sitzplatz gewonnen, aber nicht mehr diese super tolle Schienenanlage hier in der Mitte. Die zeige ich euch jetzt auch gleich mal im Detail. Wir holen die Kamera gleich mal rein. Aber ihr seht, der Fahrersitz, der ist jetzt auf mich eingestellt. Ich bin so knapp 1,80 groß. Die Beinfreiheit ist gegeben. Also das ist jetzt wirklich für ein Mini super Platzverhältnisse. Auch nach oben mit dem Kopf. Ihr seht, ne, ich habe hier wirklich Platz, auch noch Luft nach oben und diese Lounge-Einzelsitze, die kann man sich individuell einstellen und verschieben. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ein bisschen mehr Kofferraum brauche, dann kann ich diesen Sitz halt auch verschieben und ja, auf Kurzstrecken zumindest mit ein bisschen mehr Kofferraumvolumen könnte ich so mich jetzt so auch bewegen. Also ich liege jetzt hier noch nicht an, ist natürlich schon ein bisschen knapper bemessen, aber wenn man jetzt im Alltag unterwegs ist und den Kofferraum nicht voll hat, kann man hier die Sitze auch voll nach hinten schieben und hat da wirklich massig Platz. Normalerweise ist hier noch ein Kindersitz angebracht, aber den habe ich jetzt für diesen Test heute rausgetan. Auf der anderen Seite ist er noch montiert. Holen die Kamera auch gleich mal rein. Kindersitze sind auch gar kein Thema, denn Isofix ist hier bei den Countryman vorhanden und somit auch gar kein Thema. Dann würde ich sagen, holen wir die Kamera einmal rein, dann zeige ich euch hier hinten schon mal so 2, 3 Sachen, die so ein bisschen ja, mal erwähnenswert sind. Dann holen wir uns die Kamera einmal mit in den Wagen.
Und ihr seht hier auffällig, direkt in der Mitte ist diese Schiene, auf der diese tollen Zubehörteile hier montiert werden können und hin und her geschoben werden. Ja, das war halt damals auch ein super Werbegag. Man hat natürlich aufgrund des Systems und der nur vier Sitze hier hinten wirklich schon ordentlich Bewegungsfreiheit. Ich kann halt ehrlich nicht beurteilen, wie das ist bei einem Countryman mit durchgehender Sitzbank. Aber wenn man halt sieht, was für ein Platz hier schon für dieses Schienensystem geopfert wurde, dann ist das halt schon ja ein bisschen dekadent, würde ich mal sagen. Es ist auch toll mit so ambiente Beleuchtung hier drinnen einmal so unter und hinterlegt. Das kann man auch in verschiedenen Farben einstellen. Aber ansonsten ist das halt auch schon für so einen Mini ein ordentlicher Platzräuber. Und natürlich auch für die Kinder, die hier hinten meistens zugegen sind, einen super Krümel- und Dreckfänger. Also ja, ist halt eine Besonderheit bei dem Fahrzeug. Und ja, ist wie alles halt ein bisschen zweideutig zu sehen, ist halt wie Kunst. Es provoziert halt, und gerade bei so einem Fahrzeug ist das natürlich mal wieder was Besonderes und für Mitfahrer halt immer wieder auch Diskussionsobjekt, wenn man das mal so nennen darf. Ansonsten sieht man halt hier auch einen direkten Zugriff halt zu dem Kofferraum, ist halt auch nicht unpraktisch, und ihr seht jetzt hier auf dem zweiten Sitz halt noch der Kindersitz montiert, und ja, wie gesagt, hier Isofix, und die Zwerge haben dann hier hinten halt auch noch Platz zum vorderen Sitz. Ja, dann möchte ich hier direkt oben noch etwas erwähnen. Und zwar haben wir hier einmal diese Dächer Panoramadach. Und man kann die vorne halt über dem Rückspiegel elektrisch öffnen, schließen. Was aber nicht elektrisch ist und auch nicht komplett abzudunkeln geht, sind halt hier diese Verdunklungsrollos. Und das finde ich halt sehr schade. Jetzt gerade, unsere Kinder sind gerade mal 4 Jahre alt, die können das halt noch so nicht bedienen. Das heißt, ich muss mir vor der Fahrt schon überlegen. Mache ich auf. Mache ich zu. Halte ich an. Also wir überlegen jetzt schon, das Ganze vielleicht prinzipiell immer abzudunkeln. Da, man kann es ja ganz öffnen, wenn man möchte. Und ansonsten das halt eher so nicht so praktikabel ist. Also das ist schon mal so ein Punkt, wo ich sage, das hätte gerne auch elektrisch sein dürfen und hätte vielleicht auch eine Funktion haben können, wo man das komplett verdunkelt oder abdunkeln kann. Denn das kann man hier nicht. Ja, soweit zu dem Rücksitzbereich hier aus dem Countryman. Ihr seht ansonsten auch, die Materialien sind wirklich alle noch nach der Laufleistung, dem Einsatz mit zwei Kindern. Wir haben halt auch natürlich, wie sich das so ein bisschen mini-verrückt und britisch gehört, noch zwei Jack Russell Terrier. Also wenn ihr das ein oder andere Haar rumliegt, dann wisst ihr jetzt, wo das herkommt. Denn der Wagen, der wurde jetzt auch nicht extra aufbereitet. Heute Morgen die Kinder noch damit zum Kindergarten gebracht, und jetzt sind wir auch schon hier. Und gleich auf dem vorderen Sitz zeige ich euch, oder sage ich euch auch gleich mal, warum ich das nochmal so extra betone. Nimmt man vorne Platz, was übrigens sehr angenehm geschieht, denn das ist das Gute an Countryman, dieses SUV-Format bietet halt einen großen Türausschnitt, eine etwas erhöhte Sitzposition, und so kommt man halt super leicht in das Auto rein und raus. Ja, ansonsten zum Innenraum, ihr seht, das ist halt typisch Mini, und ich hätte jetzt schon fast Mickey Mouse gesagt, denn irgendwie erinnert mich dieses Ensemble in der Mitte immer so ein bisschen da dran. Aber ist natürlich ein eigenständiges Design, ist hier halt wie bei Kunst, kann man drüber diskutieren, ob es einem gefällt oder nicht. Und das ist genau, sag ich immer, eigentlich wie bei diesem Sakko. Es gefällt mir super gut, aber es ist ein bisschen eng. Und so kann man das eigentlich hier bei dem Countryman auch sagen. Man fühlt sich nicht unwohl, aber man merkt halt schon, dass er ein bisschen übersichtlicher ist. Aber das liegt natürlich auch so ein bisschen an der Fahrzeugklasse, Fahrzeuggröße. Das meine ich jetzt überhaupt nicht so negativ, wie das sich jetzt vielleicht anhört. Denn ansonsten muss ich sagen, nach 7 Jahren, fast 100.000 Kilometern auf der Uhr, ich hoffe, es kommt mit der Kamera einigermaßen gut rüber, sieht dieser Innenraum halt immer noch aus wie neu. Und das ist halt auch mal mein Kritikpunkt, meine Anmerkung zu diesen ganzen Profi-Autotestern, die ihr vielleicht in den anderen Videos gesehen habt, wenn ihr euch für den Countryman interessiert, die vor 6, 7 Jahren, als der Wagen das erste Mal getestet und auf den Markt kam und gebracht wurde, eine ganze Sinfonie hier auf diesem Armaturenbrett gespielt haben, was denn nicht für super minderwertige, billige, harte Kunststoffe verwendet worden sind. Und ihr seht es, diese mistigen, billigen, minderwertigen Kunststoffe sehen nach 7 Jahren irgendwie immer noch aus wie neu. Also ich finde das eine Unverschämtheit. Ich hätte jetzt lieber irgendwelche
hochwertig anmutenden experimentellen Softlacke hier, die jetzt schon so aussehen würden, als wäre das Auto 30 Jahre alt und sich in ihre Einzelteile zerlegen. Also ich kann das halt nicht nachvollziehen, denn man sieht hier wirklich keine Abnutzungsspuren. Das ist halt wirklich alles noch ja neuwertig, trotz des Alters. Und da muss ich sagen, wirklich Daumen hoch. Das kennen wir halt auch aus dem Hause BMW bei einigen Modellen anders, wo sich die Lacke auch gerade am Lenkrad, an den Türschalen, Griffen überall abgelöst haben. Das kennen halt viele Hersteller, das Problem. Und da ist mir das hier wirklich bei dem bisher wirklich nicht negativ aufgefallen. Also auch die Knöpfe, das lässt sich alles wunderbar bedienen. Nichts hat hier irgendwie bisher Macken gemacht. Also wirklich problemfrei bisher. Und ich kann gerne auch einmal hier den Schlüssel einschieben, was eigentlich gar kein richtiger Schlüssel ist. Ich nenne es mal das Mini-UFO, das es halt mittlerweile gibt. Und dann seht ihr auch einmal hier in der Mitte dieser Tacho-Einheit, Multimedia-Einheit, wie es einmal hochfährt. Und ja, das ist halt auch so eine Besonderheit, wo ich mich halt einfach im Alltag umgewöhnt habe. Man sieht halt hier einmal außen bewegt sich die Tachonadel. Also hier geht es mit 0 los. Bei 260 hört der Tacho hier auf. Also laut Daten und Fahrzeugschein schafft das Fahrzeug so um die 213 km/h, ist aber kein Raser, auch durch den Allradantrieb natürlich irgendwo die Geschwindigkeit begrenzt. Und ja, ihr seht jetzt hier im Navi-Modus. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, das ist natürlich super, ist auch ein technisches Highlight wahrscheinlich, weiß ich gar nicht, wie das konzipiert wurde, dass diese Nadel, die scheint auch irgendwie schwimmend gelagert zu sein, so smooth halt dann immer hier um den Tacho wandert. Und ganz ehrlich, ich suche dann nicht immer, wo gerade die Tachonadel ist, sondern man hat hier im Drehzahlmesser noch so ein kleines digitales Display, wo halt auch die Geschwindigkeit und andere Daten, die man sich anzeigen lassen möchte, angezeigt werden. Und ich schaue dann da lieber drauf. Aber ist natürlich meiner Meinung nach auch schön anzusehen. Und das macht natürlich wieder Mini aus, dass so einige Sachen anders sind. Und da kann man sich natürlich drüber streiten. Und ansonsten, wo sich halt nicht drüber streiten lässt, ist halt einmal zum Beispiel, das ist auch negativ aufgefallen, die Innenraumbeleuchtung bei Nacht. Man hat hier halt auch diese Leuchten verbaut. Also die sind sowas von schwach. Habe ich noch nie erlebt, dann kann man ja lieber ein Feuerzeug nehmen, fast wollte ich jetzt sagen. Das ist halt wirklich ja mehr als verbesserungswürdig. Da müssen wir halt mal schauen, ob wir da privat vielleicht noch mal andere Birnen reinmachen, denn ja, das ist halt wirklich nicht erwähnenswert. Ansonsten leider hier vorne halt auch diese ja Verdunklungsmöglichkeit mit dem Netz. Das ist wie gesagt halt auch so bisher ja nicht so zufriedenstellend. Wie gesagt, da überlegen wir jetzt, ob wir da nicht einmal die ganzen Scheiben verdunkeln, und wenn wir die offen und Licht haben wollen, dann kann man das ja immer noch aufmachen. Ansonsten, was mich halt bei dem Wagen im Alltag so ein bisschen immer mal zwickt und nervt, ist halt so, ja, die fehlenden Ablagemöglichkeiten. Ne? Wenn ich einsteige, ich habe meistens Rucksack dabei, eine Sonnenbrille, eine Portemonnaie, und dann steige ich halt immer ein, gucke meine Frau dann schon an und sagt so, ja, wohin damit? Ja, ist natürlich ein kleines Luxusproblem. Man hat ja in den Seitenfächern natürlich etwas Platz. Es gibt ein Handschuhfach. Aber ja, hier in der Mitte könnten halt ein bisschen mehr Ablagemöglichkeiten sein. Da mangelt es halt so ein bisschen dran hier unten. Aber kann man sich halt mit arrangieren. Mit sowas muss man sich dann halt arrangieren, wenn man Mini fährt und Mini fahren will. Denn das tut man sich ja dann wenn selber an. Und das macht auch verdammt viel Spaß. So würde ich sagen, gehen wir doch auch einmal auf die Straße und ja, erleben und erfahren das Ganze auch. Doch, dann wollen wir den Mini natürlich auch mal fahren. Ist der 1,6 Liter Benziner, den wir hier haben. Er hat 184 PS und braucht wohl 7,6 Sekunden von 0 auf 100. Ist halt ein bisschen langsamer als der Cooper S, den wir vorher hatten. Ist natürlich auch was schwerer, nicht so direkt, nicht so ganz sportlich. Aber aufgrund des niedrigen Schwerpunktes, der ja, ganzen Abstimmung her, merkt man halt schon, dass es halt noch Mini ist. Denn so Ausflüge in die Eifel, die wir schon mal gerne machen, machen mit dem Countryman halt super Spaß. Gut, ihr seht jetzt hier, wir sind jetzt hier auf dem Schotterparkplatz, ist natürlich nicht wirklich Offroad, aber steht dem Kleinen auch nichts im Weg. Also wir fahren da jetzt nicht in irgendwelche Geländeparks, aber gerade wenn man da so ein bisschen auf Wander- und Trekkingtouren unterwegs ist, da steht dem Mini sozusagen hier nichts im Weg, und wir werden jetzt gleich natürlich auch mal auf die Straße fahren und da könnt ihr den Mini auch mal erleben. Ja, auf der Straße ist natürlich so wirklich das natürliche Umgebungsfeld vom Countryman. Er ist halt wirklich super handlich, sehr überschaubar und ja, super spritzig. Hat auch einen kleinen netten Sound.
der Straße fühlt der Mini sich dann eigentlich wirklich zu Hause. Das ist halt ein SUV, klar, ihr habt gesehen, so Wald- und Schotterwege oder Plätze sind gar kein Problem, aber hier im Alltag, wo wir ihn halt auf der Landstraße, im Dorf, halt in der Stadt, auf der Autobahn bewegen, da ist er wirklich zu Hause und da kann er halt sein volles Potenzial halt ausspielen, denn er ist halt durch die Abmessungen halt wirklich kompakt, das heißt, man findet halt überall super und schnell einen Parkplatz, ist halt durch die wirklich hohe Sitzposition gut übersichtlich, also da muss man nicht lange rangieren und findet halt schnell einen geeigneten Platz. Und auf der anderen Seite, wenn es mal ein bisschen schneller gehen sollte, dann hat man genügend Power und halt auch das Fahrwerk ist halt wirklich minitypisch, schon sportlich abgestimmt und ja, halt hat durch die hier Kurve einmal auch dieses typische Mini-Go-Kart-Feeling ist halt auch beim Countryman erhalten geblieben, denn er sieht zwar halt aus wie ein SUV, fährt sich aber gar nicht so, denn halt durch die kompakten Abmessungen hat man nicht so dieses typische SUV-Verhalten, sondern man hatte halt immer noch dieses mini-typische sportliche Go-Kart-Feeling. Hoffe ich, hat euch das Video gefallen. Falls ihr Fragen, Anregungen, Wünsche habt, auch gerne zu dem Fahrzeug, lasst einfach mal einen Kommentar da. Ich hoffe, ich konnte euch halt so einen kleinen Eindruck vermitteln, was so ein Countryman vielleicht ausmacht. Wie gesagt, er hat keine großen Schwächen, viele Stärken, also er fällt immer auf, egal wo man ist und es macht einfach Spaß, damit zu fahren. Also, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!